gute Informationen liefert Vikrisana. Bist du schon auf Vikrisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, kennen Sie das Gefühl, ein Glückskind zu sein oder doch eher ein Pechvogel? Hat der Pechvogel ein mieses Karma, ein schlechtes Karma? Ich möchte diese wichtigen Fragen einfach mal diskutieren mit einer Dame, die da viel, viel mehr Lebenserfahrung hat, denn sie ist Seelsorgerin und sie ist eine Pfarrerin und sie hat sich mit diesen Themen auch schon öfters natürlich mit ihren Leuten, die sie darüber besprochen haben, natürlich diskutiert. Und ich bin gespannt, was wir Ihnen heute über diese Themen berichten dürfen. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, nämlich die Pfarrerin Dorothea Muri. Ganz herzlich willkommen, liebe Vielen Dorothea. Vielen Dank. Hallo Alexander. Ja, Pechvögel, Glückskinder. Also persönlich würde ich mich so sofort als Glückskind bezeichnen. Für mich gibt es, das Pech ist für mich eigentlich mehr ein Wegweiser, um einen Weg, der nicht bestimmt ist für mich oder der vielleicht nicht der richtige Weg ist, zu verändern. Und für mich ist eigentlich jede Weggabelung irgendwas Positives. Aber das hat ja mit meinem Bewusstsein zu tun. Oh ja. Ne? Ja. Andere sagen immer, schon wieder und schon wieder und schon wieder, ich habe nur Pech. So meine Auffassung. Mhm. Gut, jetzt wäre das Wort bei dir. Wie siehst du den Unterschied zwischen Pechvögeln und den Glückskindern? Also ich muss zugeben, dass ich als Kind und Jugendlicher ein Pechvogel war. So, ja. Und zwar wirklich, wenn ich jetzt bin ich gespannt. Wenn ich irgendwie rumlief, dann bin ich über meine eigenen Füße gestolpert und habe mir dabei die Zähne ausgeschlagen, Loch in den Kopf gemacht, Bein gebrochen, Arme gebrochen, Schlüsselbein gebrochen. Ich habe mich, glaube ich, fast alles gebrochen, was man sich brechen konnte als Kind. So. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, ich sei ein Pechvogel. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mit meiner positiven Einstellung das jetzt noch gerade biegen könnte. Ja. Ich habe dann auch mehrere Mobbing-Erfahrungen gemacht in der Schule und ich habe wirklich gedacht, das muss irgendwie an mir liegen und wahrscheinlich habe ich irgendwie was ganz, ganz Schlechtes gemacht und mies Karma oder noch viel schlimmer, ich hatte das Gefühl, wahrscheinlich bin ich ein so schlechter Mensch, dass irgendwie der liebe Gott mich jedes Mal gerade straft und mich, also ich muss schon sagen, also deswegen habe ich dann auch Theologie studiert, aber mein Gottesbild war ein katastrophales. So, ich habe wirklich gedacht, eigentlich ist es noch gut, wenn ich jetzt wieder mal auf die Schnauze falle und irgendwie was ausschlage, dann gibt es vielleicht dann später nicht eine so große Strafe. Ich hatte wirklich Angst vor dem strafenden. Du warst katholisch? Nein, reformiert. Mhm. So, aber mein Vater, der ist in einer Familie aufgewachsen, die sehr freikirchlich geprägt wird. Er kam dann als Verdingkind in die Berge und dort bei diesen Bauern war auch irgendwie so eine sehr, sehr enge Religiosität und irgendwie hat mich das wahrscheinlich geprägt. Die Angst vor Gott und das Wissen, dass wenn mir etwas passiert, ist das wirklich eine Strafe. So. Und da gab es ja immer genügend, wo ich dachte, dafür werde ich bestraft. So. Und heute sehe ich tatsächlich, dass es eine Frage ist, wie ich selbst auf mich schaue und dass es sehr viel zu tun hat mit Selbstliebe, Selbstannahme, also ich merke, dass ich mir gar nicht mehr so viel vergeben muss, wenn ich mir einfach zuschaue und mir sage, ich bin einfach ein Mensch und ich mache menschliche Erfahrungen. Klar, man kann ja darüber lachen, aber ich muss jetzt auch nicht darüber lachen, wenn ich jetzt höre, dass man sich als Kind ständig irgendwas bricht. Da fehlt mir jetzt irgendwie auch die Worte, das irgendwie noch zu verstehen. Ja, also ich verstehe es nachträglich, verstehe ich das. Ich war adoptiert und man hat nicht darüber gesprochen. So, aber ich habe das immer wieder mal gespürt, so im Zusammenhang mit Verwandten, die das wussten. Aber da lag das große, dicke, schwere Tabu über diesem Thema. Und das, ich war einfach sehr unsicher, weil ich zu meinen Wahrnehmungen manchmal nicht trauen konnte oder wusste, die sprechen jetzt über etwas und ich verstehe es nicht. Und ich war wirklich, ich war noch nicht ganz inkarniert. Noch also nicht da. Steht eigentlich hinter dem Wort Pechvogel eine persönliche Unsicherheit zu dem, wer du bist?
Ich weiß jetzt, dass ganz viele Zuschauer wahrscheinlich zuschauen möchten. Zuschauen? Ja, sonst werden es ja keine Zuschauer. Genau. Darum habe ich jetzt gerade ein bisschen Hemmung, das so zu pauschalisieren. Oder vielleicht auf dich bezogen. Was? Ja, wenn ich es auf mich beziehe, würde ich das schon so sagen. Mhm. Also ich merke, mir passieren immer noch Dinge, wo ich sagen muss, so, aber ich sehe es überhaupt nicht mehr als Pech. Im Moment, wenn mir irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, bin ich sicher, dass irgendwie mir das Leben irgendwie hilft, irgendwie auf etwas zu kommen oder mich auf etwas aufmerksam zu machen, was ich sonst nicht gesehen hätte. Mhm. Genau. Es ist. Da denken wir jetzt gleich eigentlich. Ja, genau. Also die Frage, ob ich mich als Pechvogel sehe. Also ich denke, es passieren mir gar nicht mal so viel weniger Dinge als früher, die etwas irgendwie befremdlich sind oder so. Aber ich deute sie ganz anders. Für mich sind das jetzt immer so Wegmomente, wo ich merke, ah, jetzt muss ich aufmerksam sein. Oder oh, ich dachte, jetzt gehe ich hier durch. Offenbar ist es für mich jetzt besser, wenn ich irgendwie dann einen anderen Weg nehme und jetzt hier durch gehe. Mhm. Aber das mit dem ständig sich was brechen, das schon... eine gute Erklärung, dass du wirklich nicht ganz drin gewesen bist in diesem Körper oder eben diese Unsicherheit, deshalb fällt man ja auch um, verstehe ich. Ja, ja, und es ist fertig. Seit ich erwachsen bin, habe ich mir nie mehr etwas gebrochen. Mhm. Das ist schön. Ich bin etwas mehr da, ja. Ja. Ich meine, generell, wenn ich dich so anschaue, vom Pechvogel, vom Mobbing heute zu so einer glücklichen Erscheinung, wo einfach leuchtende Augen hat, eine tiefe Verbundenheit zum Leben, finde ich das schon sehr beeindruckend und schön. Und das hat wahrscheinlich mit dem Pechvogelsein etwas zu tun. Man hat es erlebt, man kennt beide Seiten, oder? Ja. Man kann entscheiden. Ja, und das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass das Leben generell wahrscheinlich so gedacht ist. So, ich denke, dass dieses Leben auf diesem Abenteuerplaneten wirklich, dass es darum geht, dass wir irgendwie erstens mal uns selbst finden, irgendwie Verbindung zu uns selbst finden und diese Verbindung zu dieser Kraft finden, die ich Gott nenne, also zu der Liebe, die ich auch in mir habe und von der ich so sicher, das sehe ich, spüre ich, dass es eine Verbindung ist zu allem. Und der Weg dorthin ist wirklich irgendwie die Suche nach noch mehr Freude, nach noch mehr Freiheit, nach noch mehr durchatmen können, noch mehr Verbindung, nicht nur zu mir, sondern zu Mitmenschen und zu Tieren und zu Pflanzen. Also dieses mehr, noch mehr Verbindung, noch mehr Liebe, diese Sehnsucht danach. Ich glaube, das ist einfach in jedem Leben, wenn man diese Sehnsucht sprechen lässt oder wenn man dieser Sehnsucht folgt, dann ist alles, was man als Pechvogel erlebt hat, so, kann dann der Auslöser sein, dass man sich eben sehnt nach was Besserem. Und wenn man dann nicht in der Opferhaltung bleibt und denkt, ah, ich bin ein Pechvogel oder warum straft der liebe Gott mich oder immer auf mich oder mieses Karma. Wenn man dort stecken bleibt, dann hat man die Nase einfach immer im Loch. So. Hingegen, wenn man das nimmt als Ausgangspunkt und sich überlegt, okay, jetzt stecke ich wirklich in der Scheiße, aber wo möchte ich denn stattdessen sein? Wonach sehne ich mich denn eigentlich? So, dann richte ich mich schon aus. Und wenn ich dann dieser Ausrichtung folge, wenn ich dann so einen Polarstern habe, also das, was ich heute lebe, das ist mein Wunschleben. So, ich wollte glücklich sein, ich wollte verbunden sein, ich wollte fühlen, dass ich geliebt bin, ich wollte lieben, ich wollte keine Angst mehr haben, ich wollte frei sein und das war mir so bewusst, das habe ich auch 100.000 Mal in meine Tagebücher geschrieben und ich bin einfach dieser Spur gefolgt. Trotzdem, wenn ich jetzt mein Glas Wasser nehme, jeder Zweite wird jetzt sagen, dieses Wasserglas ist zur Hälfte leer. Und jeder andere Zweite, 50%, sagt, es ist zur Hälfte voll. Ja. Und das ist doch ein Unterschied, diese Interpretation innerhalb unseres Bewusstseins. Weil das eine ist doch der destruktive Idee, das andere ist eine sehr aufbauende Idee. Ja. Und das hat ja mit dem ganzen Leben zu tun, ob jetzt das Glas halb leer ist oder halb voll. Und dort ist es so wichtig, dass man weiß, dass Dankbarkeit so eine große Kraft ist.
So, also wenn du mir jetzt hier ein Glas Wasser hinstellst und ich dir sage, hey, weißt du was, Alexander, Geiz gefragt. Nur ein halbes Glas. Hallo, ist mein. Genau. Ist doch, das gibt eine so andere Stimmung, als wenn ich sage, hey, wow, vielen Dank fürs Wasser und dann noch so in diesem wunderschönen Weinglas. Mhm. Herzlichen Dank. Ja, ja. Es macht was aus. Ja. Und also... Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass dieses Gedankengut sehr weit verbreitet ist, sich selbst als Pechvogel zu sehen, weil das Glas ist schon zur Hälfte leer. Genau. Und dort, also wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, so und wirklich, also ich habe viele Pechvögel bei mir im Coaching, dann rate ich denen, sich ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen. Mhm. So, und einfach jeden Abend mal aufzuschreiben, wofür sie eigentlich dankbar sind. Mhm. Weil natürlich, es passieren jeden Tag schöne Dinge und Dinge, die nicht so angenehm sind. Aber wenn man sich die Dinge aufschreibt, für die man dankbar sein kann. Schon nur, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, ohne dass ich was tun muss. So, schon nur, dass ich irgendwie aufstehen kann und meine Glieder bewegen kann. Einfach, gibt so, schon nur, dass ich in Begegnung gehen kann. Es gibt für jeden Menschen, gibt so viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind. So. Und es ändert sich so viel, wenn man da so in diese Resonanz kommt mit der Dankbarkeit, weil dann plötzlich hältst du dich nicht mehr als Pechvogel. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt einen Pechvogel noch ins Verhältnis setzen zum miesen Karma, weil das geht ja eigentlich eins zu eins, oder? Es passiert immer mir, wahrscheinlich habe ich im letzten Leben was mitgebracht oder ich habe was gesät und ernte das jetzt. Wie würdest du Karma in Bezug auf Pechvogel bringen? Oder natürlich auch zum Glückskind. Ich habe, als ich Theologie studiert habe und meine Masterarbeit geschrieben habe, da habe ich über das Familienstellen geschrieben. Funktioniert das? Ja. Ich bin nämlich sehr skeptisch. Ah, oh, das funktioniert, ja, das ist ganz... Okay. Ja, und habe geschrieben systemische... Ah nein, Vergebung und weitere Wege. Nein. Familienstellen und weitere Wege zur Vergebung. So. Und da bin ich von einem Satz aus der Bibel ausgegangen, wo im Alten Testament so beschrieben wird, dass wenn jemand irgendwie eine Sünde macht, etwas Schlimmes macht, dass es gerächt wird von Gott bis ins siebte Glied. So. Und beim Familienstellen sieht man ja dann manchmal so Dinge, dass man plötzlich merkt, oh, da ist eine Geschichte noch mit dem Vater, oh, und dann stellt man noch den Großvater oder die Großmutter dazu und dann merkt man, oh, da wirkt noch irgendwie etwas nach von der Großmutter, wo man irgendwie noch auflösen muss und. Das hat mich damals sehr beeindruckt und darüber habe ich geschrieben und habe das auch jetzt immer noch so im Hinterkopf gehabt, so, also auch all dieses Wissen, was ich gelernt habe über Epigenetik und so, wie viel, dass man da mitnimmt, auch an Zellinformationen, was ja nicht nur von uns ist. Und habe jetzt plötzlich gemerkt, dass ich einfach entscheiden kann, ich bin das siebte Glied. Egal, wo das angefangen hat, ich bin frei. Ich habe die Wahl, jetzt einfach frei zu sein. Und wenn mein Körper noch Erinnerungen hat an irgendetwas und manchmal aufgeregt ist oder in die Panik kommt oder irgendetwas, wo ich merke, das ist egal, ob das jetzt eigene Traumatisierungen sind oder die Traumatisierungen von irgendwelchen Ahnen, wo ich wirklich merke, ich bin ja mehr als mein Körper. Ich kann als Bewusstsein meinem Körper sagen, hey, weißt du was, da ist gerade ein bisschen Unruhe, du kannst dich total entspannen oder diese Unruhe irgendwie auch äußern, geh tanzen, geh rennen, geh Holz hacken oder was auch immer, oder ringe oder weine oder was auch immer, aber fühl dich sicher, weil ich bin da. So, ich merke wirklich, dass wenn ich mich verbinde mit der Liebe und mit diesem Bewusstsein, dass ich wirklich größer ist als der Körper, wenn ich mich verbinde mit Gott. Oder ich habe manchmal ein bisschen ein Problem mit dieser Wortfindung. Man kann es Higher Self nennen oder diese innere Kraft oder Gott. Aber wenn du jetzt wirklich vor vier Generationen zurück einen Ahne hast, der jetzt genau in diesem Moment zu etwas führt, wo eigentlich wird ja nicht aufgelöst, nur dass du dich jetzt eigentlich wieder ausrichtest,
sondern das Problem in der Ahnenreihe ist ja immer noch da. Weil ich bringe jetzt das extra, weil der Indianerhäuptling, den ich da mal hatte, in einem Medizinmann, der sagt auch, in ihren Ritualen schaut man immer 7 Generationen zurück und nach vorne. Dachte, hey, das ist ja cool. Eigentlich nett. Ja. Und du hast das jetzt eben auch gebracht mit diesen 7 Generationen. Ja. Aber wenn wir ja das Problem nicht lösen, dann bleibt es ja in den Reihen, oder? Aber ich kann das doch lösen. Ich kann es lösen, indem ich wirklich in die Vergebung gehe. Mhm. So, indem ich wirklich manchmal auch vergegenwärtige, okay, das sind so viele Menschen, die vor mir gelebt haben und ohne die ich gar nicht existieren würde. Menschen, die im Krieg waren, Frauen, die vergewaltigt wurden, Menschen, die so viel Schlimmes und Dramatisches erlebt haben. Und irgendwie trotz allem hat das dazu geführt, dass das Leben irgendwie das wollte, dass es mich gibt. Und ich stelle mir all diese Menschen, die da waren, ich stelle mir vor, die gibt es eben noch, weil die Seele ja nicht stirbt. Und ich gehe davon aus, dass dort, wo sie jetzt sind, dass sie wollen, dass es mir gut geht. Mhm. So. Und dass ich, wenn ich noch irgendwie Zellerinnerungen habe an irgendwie welche Dinge, dann sind das einfach Erinnerungen von meinem Körper, der nicht sterben will und der nicht weiß, dass es, für ihn geht's ja auch nicht weiter. Der wird ja mal, der stirbt ja täglich, werden da Zellen erneuert und sterben alte Zellen. So. Der hat Angst, dieser Körper hat Angst. Aber wenn ich ja weiß, dass ich mehr bin als mein Körper, so, dann kann ich mich doch schon jetzt irgendwie in diese Freiheit begeben. Und dann merke ich, dass wenn ich jetzt irgendwie so manchmal in Gedanken zu meinen Großeltern, Urgroßeltern gehe, dass mir das mega gut tut und unterstützend ist, weil ich finde, vielleicht ist es nur Fantasie. Das weiß ich nicht. Aber ich stelle mir so vor, hey, ihr habt so viel erlebt und erlitten. Und jetzt bin ich da als eure Enkelin oder Urenkelin. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mich ein bisschen zu inspirieren. Aufgrund von all dem, was ihr erlebt habt. Also nicht im Sinn von, dass ich jetzt irgendetwas austragen muss oder vollenden muss. Überhaupt nicht so. Sondern ich denke, die sind jetzt glücklich und frei. Und wenn ich die frage, hey, habt ihr aufgrund von eurer Lebenserfahrung und von eurem viel größeren Überblick irgendwie eine Idee oder eine Inspiration für mich? Habe ich in der letzten Zeit den Eindruck, doch, dass irgendwie ich bin nicht allein. Mhm. Ja. Mhm. Ich fand das jetzt ganz eine interessante Wende, weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass man Karma allenfalls auch mit meiner eigenen Ahnenreihe in Verbindung bringen kann, weil das bin ich überzeugt davon, über die Epigenetik, über die Gene, die wir immer wieder durch Teilungen weitergeben, dass da natürlich bis zu 7 Generationen zurück auch etwas von denen noch in mir drinsteckt. Ich bin auch ein Teil von dem. Ja. Und dass man das als Karma anschauen könnte, ist für mich ein neues Bild. Finde ich aber auch gut, verständlich, weil bisher hat man so Karma immer gesagt, hast du aus dem letzten Leben was Mist gemacht und jetzt kannst du es ausbaden, so ungefähr. Ja, also gell, ich bin nicht Karma-Spezialistin. So, aber ich weiß einfach, dass wir in diesem Leben, das wir jetzt leben, frei sein dürfen. Mhm. Dass es unsere Entscheidung ist, frei zu sein, ganz unabhängig von Karma oder von anderen Generationen. Also wenn ich mich entscheide, mich mit der Liebe zu verbinden und der Liebe zu dienen und in die Verbindung zu gehen mit meinen Mitgeschöpfen und mich von der Liebe leiten zu lassen und nicht von alten Geschichten und alten Vorwürfen und alten Verträgen und was auch immer, dass es da gibt. Und wenn ich merke, hey, ich bin mein eigener Mensch, darum komme ich das in den Sinn, ich habe das kürzlich geträumt, ich wachte auf mit dem Satz, dass es in meinem Leben darum geht, mein eigener Mensch zu werden. Das habe ich dann gleich in mein Tagebuch aufgeschrieben und merke wirklich, darum geht's. Ich darf mein eigener Mensch werden und ich darf zu jedem Zeitpunkt mir einfach innehalten und mir überlegen, lebe ich das, was ich leben will und lebe ich so, wie ich leben möchte und ist das wirklich, folge ich der Liebe oder spule ich irgendwie etwas Altes ab, was gar nicht zu mir gehört? Mhm. Mhm. Ganz schön. Danke.
Ich habe noch die Familienstellung, hast du jetzt vorne noch erwähnt. Weißt du, ich bin deshalb so kritisch. Ich hatte mal den Professor Christian Schubert hier, Psychoneuroimmunologe, und er sagt, Familienaufstellung, bitte seid vorsichtig, denn man könnte was aufdecken, was sofort auch entsprechend abgeholt werden muss durch einen, durch den betreuenden Therapeuten. Ja. Und das gibt so viele Menschen, die schnell an einem Wochenendseminar das lernen meinen, mhm, und sie seien jetzt wirklich auserkoren, diese Familienaufstellung therapeutisch anzubieten. Ja. Und das war für mich total überzeugend. Das überzeugt mich auch, ja. Okay. Ja, bei mir war es ein Psychiater, der das angeboten hat, und der hat das wunderbar gemacht. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich habe das über mehrere Jahre gemacht und das war für mich unglaublich, einfach irgendwie so zu sehen, wie, dass es, ich war damals eben wirklich noch ziemlich fromm, so, für mich gab es die Menschen hier und dann den lieben Gott und so und dazwischen eigentlich nichts. und dann irgendwie so zu merken, dass wenn ich selber in eine Rolle reingehe, ich wurde da irgendwie von einer Frau aufgestellt, ich musste ihre Schwester spielen. Ich wurde da irgendwo im Raum rumgeschoben, irgendwo hingestellt. Ich wusste von der Geschichte, wusste ich nichts. Und musste dann sagen, wie ich mich fühle. Ich fühlte mich etwas sturm, also schwindlig. Da war Schwindel, aber nichts Besonderes. Und dann hat der Therapeut den Vater, den Stellvertreter genommen, der den Vater gespielt hat, und hat den Vater vor mich gestellt. Und ich war gesund und so, also nicht, und ich hatte gefrühstückt, also ich war in meiner Kraft. So. Und da hat es mit dem Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin umgefallen. Ja, das ist für mich jetzt eben so schwer zu fassen. Ja, und die Frau, die hat dann geweint und hat gesagt, unglaublich, weil ich, die Schwester, die ich jetzt gespielt habe, die habe das letzte Jahr Suizid gemacht. Mhm. Und sie habe paar Jahre bevor dem Suizid, habe sie immer gesagt, der Vater habe sie sexuell missbraucht, wenn die Kindheit und Jugend. So. Tja. Da ging ein großes Fass auf. Mhm. Und ich wusste das ja alles nicht. Mhm. So. Und ich hatte auch keine Bilder, aber es zog mir einfach den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und so Dinge finde ich dann schon mystisch. Das zeigt mir einfach wieder, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja. Und ich merke auch, dass es gar nicht mal irgendwie dem Christentum widerspricht, weil wenn Gott alles ist und Gott in allem ist, dann ist es ja irgendwie logisch, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich hatte mal kürzlich noch einen Physiker hier, Quantenphysiker, der mir erklärt hat, dass ja du und ich eigentlich zu 95% aus dunkler Energie und Materie bestehen, die wir gar nicht sehen, aber wir sind zu 5%. Und diese 95% sind wir eigentlich alle miteinander verbunden. Also, ich meine, nur das da, diese 5% kann ja allenfalls zu Staub zerfallen, aber die 95 sind ja noch da, oder? Ja, das ist doch so schön. Ja, schönes Bild. Ja, ist ein sehr schönes Bild. Ja, und dann ist es gar nicht mehr so Hokuspokus. Mhm. Gehen wir noch in das jüngste Gericht rein. Aha. Was muss man davon halten? Manchmal höre ich Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, erzählen, dass sie einen Lebensrückblick hatten und dass sie Dinge sahen, die ihnen dann so leid taten. Und ich stelle mir vor, so etwas ist vielleicht das jüngste Gericht. Mhm. So, dass du plötzlich erkennst. Ein Spiegel dessen meiner Erlebnisse und Erfahrungen. Ja, genau. Und wenn du Dinge getan hast, wo du wirklich merkst, dass du da nicht in der Liebe gehandelt hast, das wird wahrscheinlich schon schmerzhaft sein. Mhm. So. Und das andere, was von Kirchen und so gepredigt worden ist, das ist Angstmacherei. Das ist für mich wirklich eine Form, um Menschen klein zu halten und um zu gängeln. Mhm. So. Also, der Gott, an den ich glaube, der ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Und da bin ich so sicher, dass es keine Strafe gibt. Vorausgesetzt, wir wollen uns nicht selber strafen. Mhm. Weißt du, das ganze Thema, immer was du eigentlich als Antwort gibst, ist eigentlich eine christliche Lehre und keine religiöse, dogmatische, politische Ausrichtung, sondern einfach nur christliche Lehre. Ja, so habe ich das jetzt eigentlich immer wieder gesehen und gehört von dir, jedem Wort drin, einfach richtig schön. Oh, so schön. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von diesem Jesus. Ich finde, der hat so
der hat so gut gelebt. Ja, ja, der war so. ein kluger Kopf. Nicht nur klug, der war echt verbunden. Ja, ja, ich bin auch überzeugt. Für mich ja, ist das wirklich ein Mensch, der aus dieser Verbundenheit heraus einfach gelebt aber hat. Aber wenn du siehst, was Jesus alles gesagt wird, dass er es gesagt hat, und siehst, was andere große Propheten auch gesagt haben, im Kern waren sie fast identisch. Ja, ich denke, die zapfen ja von der gleichen Quelle. Ja, eben. Und genau. Wir dürfen ja eben von dieser Quelle auch zapfen. Ja. Ich meine, danke auch, wenn Jesus da gewesen wäre und sagt, jetzt bauen wir eine Kirche und eine Religion. Ja, genau. Das hat der Mensch gemacht, nicht er, oder? Das waren. Also ich glaube schon, dass er sich gewünscht hat, dass Menschen Gemeinschaft leben. Also das merke ich auch immer wieder, wie schön das ist, wenn man nicht alleine unterwegs ist mit dem, was man denkt und glaubt, sondern wenn man das in der Gemeinschaft teilen kann. Das gibt einfach mehr Kraft. Jetzt noch was zum Karma. Ja. Kommt mir noch eine Frage. Ich kriege ja immer noch so einen dicken Hals, wenn ich mich über solche Themen unterhalte, was die Kirche alles gemacht hat. Da steckt auch irgendwas Karmisches in mir drin, oder? Ja, wenn du noch einen dicken Hals vielleicht. Ich rede so gerne mit einer Pfarrerin, die anders denkt. Deshalb gibt es mir so ein Gegenpol, weißt du, so eine Erleichterung, ein Durchatmen. Ja. Aber wenn ich in eine Kirche gehe heute, sehr oft kann ich dort kaum mehr atmen. Ja. Da muss ich raus. Ja. Also, da denke ich schon, da habe ich noch Auflösungsarbeit. Ja, du kannst die Kirche vergeben. Es waren ja... Vielleicht kann man gar nicht so von der Kirche sprechen. Das waren ja auch einfach Menschen, die diese Kirche geprägt haben. Und das war das Weltbild von damals. Mm. So, man hat einfach so geglaubt und gedacht. Also faszinierend war, als ich im Theologiestudium gelernt habe, dass der Martin Luther, unser Reformator, einfach gelehrt hat, dass dieses Gesetz, du sollst Vater und Mutter ehren, dass er das übertragen hat, dann auch auf die Staatsgewalt. So. Und auch auf, quasi auf die religiösen Führer nach dem Motto, wenn du Vater und Mutter ehrst, dann ehrst du auch irgendwie diese väterlichen Gewalten, die da die Ordnung aufrechterhalten. Und was sich dann Menschen sündig und schlecht fühlten, wenn sie den Staat kritisierten oder die Kirche kritisierten. Und das war wirklich einfach Zeitgeist. Das war nicht nur die Kirche, das war Zeitgeist von damals. Naja, ich würde mir wünschen, der Zeitgeist würde heute diese religiösen, spirituellen Führer an einen Tisch bringen und sagen, wir gründen jetzt die Religion der Menschlichkeit und ziehen alle am gleichen Strick. Weltweit am gleichen Strick und nehmen wieder Einfluss auf Hirngespinste, die wirtschaftlich und politisch laufen, weil ich glaube schon, dass wir Halt brauchen von Religionen oder von Menschen, wie du eine bist, die uns sehr viel Halt geben kann. Aber einfach nichts mehr zu glauben, finde ich eben auch nicht richtig und nicht ein guter Ansatz. Nein, da ist man sehr haltlos, gell? Ja. Und man fühlt sich dann zum Teil sehr verloren und sehr unverbunden in dieser Welt, wenn du keinen Halt hast. Das sehe ich auch schon so. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr von den Kirchen, oder? Gar nichts mehr. Es ist alles Totenstille, ja. Also ich schon noch. Okay, ja, hoffentlich auch. Aber wir sind in einer anderen Bubble, gell? Ja. Sehr schön. Liebe Dorothea, danke ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Hat mir gut getan. Ich danke dir. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Ihnen zu Hause auch die ein oder anderen Interpretationen und Erläuterungen und Erklärungen auch so wirklich wie bei einer Zielscheibe ins Schwarze getroffen hat und wir wirklich hier auch ein bisschen Gewissheit haben, was ist ein Pechvogel, was ist ein Glückskind und was sollten wir vom jüngsten Gericht oder vom Karma halten. Ich denke, wir haben alle viel lernen dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.